zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schlagzeugführung. Heute geht es um dieses Teil hier und das ist eine Rack-Klammer von dem DW9000er Rack-System und ich stelle euch diese Klammer jetzt vor. So, das hier ist also eine Rack-Klammer und mit hier dieser Seite wird diese Klammer am Rack befestigt und hier vorne kann man dann alles Mögliche dran befestigen, was den Durchmesser, den es hier so gibt, entspricht und dann kann man das Ganze am Rack befestigen. Die Qualität ist sehr, sehr hoch. Die Klammer ist solide, sie ist extrem schwer und hat viele tolle Funktionen und die möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Fangen wir doch einfach mal hier vorne an. Also hier haben wir die Möglichkeit, die Beckenständer und alles mögliche andere dort zu befestigen. Und hier gibt es einige, also fangen wir mal hier vorne an. Hier werden die ganzen Beckenständer, Tomhalter, Percussionhalter, was weiß ich alles befestigt. Und dieses System hier vorne hat viele, viele coole Features. Und zwar, wenn ich diese Klammer hier drehe, dann haben wir hier vorne hier diese Mutter und hier diese Flügelmutter. Und wenn wir einen genaueren Blick hinwerfen, haben wir hier eine Feder, die können wir hier gut sehen. Und diese zwei Muttern lassen sich drehen und wir sehen es hier, diese Mutter lässt sich wegklappen und dann öffnet sich auch hier der Bereich, wo dann die jeweiligen Halter reingesteckt werden können und es lässt sich ein wenig verschieben, aber nur ein wenig, weil wenn ich jetzt hier diese Mutter hochschraube, und zwar ein ganzes Stück. Ich weiß nicht, ob es die Kamera aufnimmt. Doch, jetzt nimmt es auf. Und zwar hier, diese Stelle ist flach geschliffen worden oder irgendwie hergestellt worden. Und damit lässt sich nur das Ganze hier bis zu einem bestimmten Punkt nach links und rechts verdrehen. Und ja, da sehen wir auch nochmal das Scharnier, womit sich das Ganze hier öffnen lässt. Das zeige ich auch nochmal auf dieser Seite. Also soweit lässt sich das aufklappen. Und dann kann ich auch hier diese Flügelmutter hier so schön hineindrehen und dann ist das Ganze wirklich, was hier drin steckt, bombenfest. Also da wackelt nichts, da verruckelt nichts, gar nichts. Also da ist die Qualität schon mal richtig, richtig, richtig gut gelungen. Und was ich euch noch zeige, ist, dass wir hier und auch hier an vielen Stellen auch das DW-Emblem sehen können. Also hier und hier, auch sehr schön, auch vom Design her. Und jetzt gehen wir mal auf die Rückseite. Und das hier ist der Bereich, wo die Klammer am Rack befestigt wird. Und wir sehen hier eine schwarz ummantelte Flügelschraube, ebenfalls mit einer Feder und einem Scharnier bestückt. Und wenn ich die jetzt zurückdrehe,
Dann kann ich die nach vorne und nach hinten klappen. Und wenn ich jetzt hier den Bereich loslasse, während ich die nach vorne klappe, dann passiert das und das Scharnier lässt sich sehr, sehr weit öffnen. Und somit kann der Durchmesser quasi an das Rack, an dem diese Klammer dran montiert wird, genau sehr schön angleichen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil ich kann zwar die Flügelmutter hier sehr weit hochdrehen und dann auch das Ganze hier öffnen, aber ich glaube kaum, dass das noch irgendeinen Halt findet, wenn ein größeres Rohr dann verwendet wird. Und die Klammer lässt sich entweder so oder so an das Racksystem bauen oder andersrum, je nachdem, wie man das gerne so haben möchte. Und ja, so. So sieht diese Klammer also dann aus. Und ja, wie gesagt, solide und schwer und richtig gut in der Qualität. Und ich zeige euch mal jetzt, wie das so am Rack aussieht. So, wir sind hier jetzt am Racksystem. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Also hier mit dem Scharnier entweder hier so oben oder hier so an der Seite und unten. Auf jeden Fall, ja, so sieht das Ganze hier am Racksystem montiert eben aus. Ja, also so eine Rack-Klammer, das ist schon was sehr Feines und wie gesagt, die Qualität ist einfach großartig. Und ja, das war's mit diesem Video hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.